Let's play some games, weil Zocken geil ist. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Dicker Mann vor der Kamera. Und ich spiele für euch diesmal Outlast, ein Horrorspiel, das schon einige Zeit auf Steam erhältlich ist. Und jetzt schauen wir mal, inwiefern mich das auf Trab hält. Jetzt mit Maus und Tastatur spielen. Ich weiß nur, es gibt eine Head-Funktion, aber das ist schon mal schön bequem. Das soll ja sehr spannend sein. Ich bin gespannt. Okay, da ich mit Webcam aufnehme, muss ich aufpassen, nicht so sehr in die Nase popeln und unanständige Sachen machen. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtungen von Murkoff Psychiatric System in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, du verstehst es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren fassen etwas von Traumtherapie, die so tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Genau, wir sind nämlich ein Reporter. In unsere Kamera. Genau, erstmal dagegen hauen, das hilft sowieso immer. Nachtsichtmodus, okay. Ja, dann mal los. Okay, Tabulatur, gibt's dann die Notizen. Steht noch nichts drin. Schließen. Mit N und J kann ich direkt drauf zugreifen, gut. Shift rennen, gut, und hier ist. Jawohl. Camcorder. Schummerlicht. Hier rein? Nein. Kann ich auch nichts machen. Ah ja, sehr gut. Okay, es gibt ein Autosave, sehr gut. Machen wir mal das leer. Aha, also zoomen kann ich auch. Geil. Also die ersten paar Minuten wieder mal game-typisch das Tutorial. Und hier springen wir rein. Na?
Okay. Geht jetzt doch mal das Nachtsichtgerät. Ah ja. Sieht schon besser aus. Oh. Machen wir mal die Tür hinter uns zu. Wer weiß. Durch, 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 durch. Okay. Was haben wir denn hier? Erste Patientenbefragung, 12.04.2009. Alter des Patienten 19, Geschlecht männlich. Behandlerarzt Dr. Carl Houston. Patient behauptet, in selbstgesteuerte luizide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik: Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Ja, das kenne ich. Hämatokrit-Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. Ja. Okay. Blutige Fußspuren. Da atmet jemand sehr erregt. Oh, was war hier? Sieht auch nicht sehr gesund aus. Kann man hier irgendwas öffnen? Yes, no, maybe. Okay. Was hätte McLean jetzt gemacht? Oh, 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 oh. Was war das? Was ist das? Scheint der Eingang vielleicht zu sein. Oder unten guckt auch jemand. Wahrscheinlich tot. Ah! Fuck. Oh. Ah. Na toll. Habe ich schon erwähnt, dass ich eine schreckhafte Natur bin? Oh Mann. Oh Mann. Oh. They killed us. You got out. The Varians. You can't fight them. Okay. You can unlock the main doors from security and control. You have to get the fuck out of this terrible. Okay, okay, okay. So schnell wie möglich raus hier. Wer läuft da? Puh.
hier durch. Little Oh Gott! And who are you then? Wer bist du? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Jawohl. Wer war das? Woher kommt das Gedärm her? Nirgendwo Stroh. Notizen, ich bin drin. Ja, ich bin drin. Überall Leichen, Blutverbrennungen, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research System. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückten machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Dann hätte ich wissen sollen, als ich noch auf den Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Okay. Jetzt ist schön vorgelesen, aber schnell. Okay, die Person haben wir von oben gesehen. Irgendwas. Ah. Noch ein Dokument. Was war das? J? Ja. Eine staatliche Erklärung wurde von dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Headline Security geliefert, der Grund zur Annahme hat, katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Unsere Überzeugung erfordert das durch eine staatliche Erklärung und Zeugen außer Jada, okay. Leichen. Komm mal auch nicht rein. Hinten zuckt ein Patient. Oh. Okay. Oh Mann. Da hat gerade die Tür zugemacht. Jawohl, das sollte ich öfters benutzen. Also man hat keine Waffen. So, die Videokamera. Was haben wir hier? Noch mehr Infos, was ist hier passiert? Schau mal rein. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund der bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corp erforderlich. Das Profitpotenzial von Projekt Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Fakten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind.
Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Ah ja. Experimente. Entschuldigen.